Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was gibt es Schöneres, als am Freitagnachmittag als letzten Tagesordnungspunkt über Sport zu reden? So, nun stell mal, ja, da gibt es ja wirklich nichts Schöneres. Nun stellen wir natürlich fest, dass wir heute nicht über die schönen Dinge des Sports reden, die uns ja Gott sei Dank wahrscheinlich nicht nur hier, sondern insgesamt in Deutschland alle verbinden. Über die vielen Ehrenamtlichen, über die vielen Kinder und Jugendlichen, die in Sportvereinen vieles fürs Leben lernen und über auch die Millionen von Fans, die begeistert in den Stadien, in den Hallen oder an den Bildschirmen unserer Mannschaft oder ihrer Mannschaft die Daumen drücken, sondern wir reden heute auf Antrag der Grünen über die schwierigeren Seiten von Sport. Und ich glaube sehr wohl und nehme das den Grünen auch ab, dass es Ihnen mit dem Thema Bekämpfung der Gewalt ernst ist und dass Sie auch das Thema Rechtsextremismus ja, lieber Özcan Mutlu, Sie sind ja so feige, dass Sie nicht mal reden zu diesem missratenen Antrag. Sie lassen ja Frau Lazar reden, weil leider Gottes dieser Antrag ja ein Sammelsurium von Plattitüden ist, übrigens auch an falschen Zahlen. Und ich meine, dass die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bei dem Thema sensibel ist, werden wir gleich rausarbeiten. Ich will nur kurz auf die Plattitüden eingehen. Es ist schon bemerkenswert, dass Sie in der letzten Zeile Ihres Antrages fordern, dass der Deutsche Bundestag nun endlich mal die antisemitischen Handlungen gegen Maccabi in Berlin und Köln verurteilt. Weil damit erwecken Sie den Eindruck, als ob das nicht alle ausnahmslos in der Bundesregierung, hier im Parlament und im deutschen Sport immer und zu jeder Zeit getan hätten. Ich finde das nicht in Ordnung, will das ganz bewusst als ersten Punkt ansprechen. Zweitens, Sie formulieren, ich lese das mal wörtlich vor, Ultras in den Fankurven sind für eine bunte und lautstarke Fankultur verantwortlich, sind hingebungsvolle junge Menschen, die sich nicht selten lautstark für Toleranz und Vielfalt einsetzen. Also, meine Damen und Herren, die Bilder, die ich von Ultras in den Fußballstadien habe, sind vielfach andere. Und ich verstehe nicht, wie das die Überschrift zu Ihrem Antrag sein kann. Es scheint, dass Sie hier wirklich den Referenten nicht im Griff haben, der diesen Antrag irgendwann geschrieben hat. Sie kommen dann zum falschen Ergebnis, was ja übrigens auch Ihre Politik in den Ländern ist, dass Sie die Abschaffung der Datei Gewalttäter Sport fordern. Das ist die Datei, meine Damen und Herren, wo die Schwerstkriminellen, die in den Stadien Kinder und Jugendliche, Fans, friedliche Fans gefährden, die Pyro abschießen, die mit Gegenständen werfen, die unsere Polizeibeamten vor den Stadien, in den Stadien, die Sicherheitskräfte verprügeln, dass Sie sagen, Sie wollen diese Datei abschaffen. Und Sie fordern sogar hier jüngst wieder im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag in Berlin die Abschaffung der Datei, also nicht nur die schärfere Kontrolle, sondern die Abschaffung, und äußern hier ein ganz schlimmes Misstrauen auch gegen die Sicherheitsbehörden, weil sie den Eindruck erwecken, unsere Sicherheitsbehörden verfolgen Ultras. Meine Damen und Herren, anders wird ein Schuh draus. Die Ultras gefährden in den Stadien friedliebende Fans und sportbegeisterte Familien. Sie kommen. Ja, ich bin ganz sachlich. Sie können ja gleich antworten. Sie kommen dann mit dem Thema Zahlen, gewaltbereite Personen und unterstellen, dass es hier einen Anstieg gibt. Die Zahlen in Ihrem eigenen Antrag sprechen eine andere Sprache. Wir haben sowohl bei den gewaltbereiten Personen von 4.570 auf 3.900 als auch bei den gewaltsuchenden Personen von 1.700 auf 1.500 einen Rückgang von 15% in 4 Jahren. Ich sage nicht, dass damit alles gut ist. Ich sage nur ausdrücklich, die Arbeit von Vereinen, die Arbeit von Fanprojekten, die Arbeit von Kommunalpolitikern, Landespolitikern und die Arbeit der Bundesregierung trägt hier Gott sei Dank Früchte. Die Zahl der gewaltbereiten Fans ist in den letzten Jahren Gott sei Dank zurückgegangen. Dann kommen Sie zu Ihrem Lieblingsthema, rechtsmotivierte Personen. Wir sind uns auch hier in der Ablehnung einig. Auch hier unterstellen Sie, es gibt einen Anstieg von rechtsextremen Gewalttaten im Sport. Meine Damen und Herren, die Zahlen sagen genau das Gegenteil. Wir haben auch hier einen Rückgang, Gott sei Dank, einen Rückgang von 10-15%. Es gibt aber einen Bereich im Sport, wo es einen massiven Anstieg
an Straftaten gibt. Das ist der Bereich, über den Sie natürlich wieder nicht reden, nämlich der Bereich linksextremistischer Straftaten. Der ist in der Tat um 15% gestiegen. Und dann sollten Sie das wenigstens der Fairness halber, lieber Herr Mutlu, in Ihren Antrag reinschreiben und nicht wie so oft das Thema sehr einseitig betrachten. Es macht Sie nämlich nicht glaubwürdiger. Wir haben viele Programme im Bund gegen Extremismus bei den Fans, gegen Rechtsextremismus, gegen Gewalt in Fußballstadien. Im Übrigen gehört auch der Schwenk zum Thema dazu. Wir reden zu 99,9% bei diesem Thema ausschließlich über Fußballsport. Also wir sollten auch an dieser Stelle heute mal sagen, es gibt viele, viele Sportarten, Millionen von Fans, Zehntausende von Sportlerinnen und Sportlern, wo Samstag und Sonntag Hunderttausende von Spielen friedlich, harmonisch und sehr sportlich stattfinden. Und der Ausschnitt, über den wir hier heute reden, ist ein sehr, sehr kleiner. Sie erwecken dann den Eindruck, die Bundesregierung habe hier nichts getan. Ist übrigens falsch. Man könnte jetzt pauschal sagen, der Bund ist dafür gar nicht zuständig. Die Länder legen gerade bei diesem Thema immer sehr großen Wert auf ihre Eigenständigkeit. Aber ich glaube, aufgrund der Bedeutung des Themas sollten wir uns hier keinen schlanken Fuß machen, sondern schon sehr klar sagen, auch der Deutsche Bundestag, auch die Bundesregierung steht in dieser Frage sehr klar an der Seite der Fanprojekte und der Sportvereine, die wir ja auch unterstützen, für die wir die Mittel erhöht haben und die wir in vielerlei Hinsicht motivieren, bei ihren Fans für Ordnung zu sorgen. Im Übrigen sind es keine Fans, sondern es sind Gewalttäter und es sind Straftäter, und so sollten wir sie auch bezeichnen. Ich will einen Punkt ansprechen, weil er auch noch mal deutlich macht, dass wir das Thema ja nicht alleine lösen können. Es ist erstens kein Phänomen des Sports. Das, was dort stattfindet, findet auch im Sport oder im Fußballstadion statt. Aber es ist eben ein gesellschaftliches Phänomen, mit dem wir uns in Schulen, im Jugendbereich, aber auch in allen Bereichen der Gesellschaft engagiert auseinandersetzen müssen. Zweitens ist es kein deutsches Phänomen, sondern wir stellen in vielen Ländern, gerade in Europa, übrigens in den östlichen, genauso wie in den westlichen, in Europa fest, dass offensichtlich Sportveranstaltungen missbraucht werden, um hier extremistische, antisemitische, gewaltbereite Parolen und Gewalttaten im Umfeld von Sportveranstaltungen durchzuführen. Und deswegen sollten wir alle viel selbstbewusster auch über die Werte des Sports reden. Wir sollten über den Nutzen von Sport reden. Wir sollten über die 30 Millionen Menschen in Deutschland reden, die sich ehrenamtlich engagieren. Viele davon im Sport, viele auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Wir sollten unseren Übungsleitern danken, die jeden Tag in Sporthallen und auf Sportplätzen Werte vermitteln, Toleranz vermitteln, Sport, Mannschaftsgeist vermitteln. Wir sollten unseren Trainern danken, und wir sollten für die Rahmenbedingungen verbessern, Bürokratie abbauen, sollten uns noch mal mit der Frage beschäftigen, ob wir die Ehrenamtspauschale nicht in die Größenordnung der Übungsleiterpauschale erhöhen, damit auch die, die im Verein Arbeit machen, die noch undankbarer ist, sich um viele Dinge tun, ohne die es auch nicht funktioniert, und ob wir von der Politik diesen Menschen nicht nur in Sonntagsreden Anerkennung und Respekt zollen, sondern auch ganz konkret in unserer politischen Arbeit. Einig dürften wir uns sein. Lassen Sie uns über diesen Teil des Sports reden, lassen Sie uns über Werte reden, die der Sport vermittelt, und lassen Sie uns trotzdem einheitlich und geschlossen mit der Bundesregierung gemeinsam dafür sorgen, dass die wenigen, die das Bild des Fußballs und das Bild des Sports jeden Samstag und jeden Sonntag zumeist in den Bundesliga-Stadien trüben und ein falsches Bild von denen zeigen, dass diejenigen die Ausnahme sind, dass sie nicht die Regel sind und sie die ganze Kraft und die ganze Härte des Rechtsstaates, aber auch die Werte der Gesellschaft spüren und wir deutlich machen, unser Bild vom Sport, unser Bild von Toleranz, unser Bild von Integration, das hat übrigens gerade die Integration von Flüchtlingen in den Sportvereinen bewiesen, ist ein anderes. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende auf den vielen Sportplätzen in Deutschland und viele fröhliche und gewaltfreie Fans. Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. André Hahn von der Fraktion Die Linke.